Ja, herzlich willkommen auch hier zur Pilz-Challenge 2016 und ich möchte euch heute meine Pilzart vorstellen, die ich benutzen werde und wie wir das machen werden. Die Pia vom Schrebergarten 2.0, die macht ja auch mit und wie wir das jetzt halt machen werden, bleibt einfach dran, geht sofort weiter. Ja, welche Pilze benutzen wir denn? Ich werde hier einen Standardpilz verwenden, und zwar die Braunkappe. Das ist eine Maronenart und im Grunde könnt ihr diese auch immer schön Richtung Oktober im Wald ernten. Und ich stehe einfach voll auf diese Art und deswegen wollen wir die auch anbauen. Wir bauen die hier schön im Strohballen an. Den habe ich jetzt seit ein paar Tagen immer schön durchgewässert. Der trieft auch richtig vor Wasser. Und ich habe den vorher nochmal nass gemacht. Und wir haben hier schöne Holzdübel. Die sind mit den Pilzsporen versetzt und das sind 20 Stück. Die wollen wir jetzt hier erstmal in den Strohballen bringen. Das sind die kleinen Dübel dazu. 20 kleine Holzdübel. Man sieht auch schon schön hier so die Sporen. Laut Anleitung soll man den Ballen schön nass machen. Und dann an einen geschützten Ort stellen. Deswegen haben wir den hier unter unserem Lorbeer. Und er soll jetzt danach nicht mehr großartig gegossen werden. Damit wir jetzt die Dübel da reinkriegen, müssen wir erstmal Löcher machen. Dafür habe ich mir hier so einen alten Besenstiel genommen, mit dem ich auch im Feuer rumprokel. Und dann machen wir uns einmal schöne Löcher rein. Also das Einbringen der Löcher war jetzt nicht ganz so einfach mit dem Stab, also musst du schon mit dem Hammer rangehen. Man soll 10 Löcher pro Ballen, dann sollte das Ganze für 2 Ballen reichen. Ich setze die aber jetzt alle in einen Ballen rein. Das heißt, ich nehme jetzt hier so einen raus und ab in den Ballen. Und das heißt, man soll, laut Anleitung soll man ungefähr 20 cm tief in den Ballen hineingehen mit einem Loch. Hier ist auch noch eins. Wo ist das denn? Ja. Und dann, wenn man das gemacht hat, soll man Stroh rüberdecken, andrücken und fertig. Ich mache jetzt schnell den Rest fertig. Ja, das sind unsere Braunkappenpilze, die wir jetzt angepflanzt haben. Ich habe jetzt alle 20 Dübel in dem einen Ballen drin. Und laut Anleitung soll da jetzt nicht mehr gegossen werden. Das einzige Mal, wenn da wirklich nochmal Wasser abkriegt, ist, wenn es regnet. Und das wird aber auch nur sein, wenn das Wasser von den Blättern von unserem Kirschlorbeer hier abprasselt und auf den Ballen drauf kommt. Und somit bleibt der Ballen auch immer schon ein bisschen feucht. Und ansonsten werden wir den Kirschlorbeer oben ein bisschen bestäuben oder besprühen, dass das Wasser runterfällt, falls es zu trocken wird. Dann soll der Ballen windgeschützt stehen, ist hier auch der beste Platz im Moment. Es soll nicht direkt in der Sonne stehen, auch der beste Platz, oder der einzige Platz für uns. Und er soll auch nicht in der Nähe von Nadelbäumen sein. Und wir haben auf beiden Seiten weiter weg Nadelbäume, deswegen ist das auch wieder der einzige Platz gewesen. Und wie es jetzt hiermit weitergeht, werden wir beim nächsten Video sehen. Das ist Teil 1 von 3 und die Pia von Schrebergarten 2.0, die macht natürlich auch mit. Verlinke ich euch unten drin im Kanal und wenn ihr auch noch mitmachen wollt, tut euch keinen Zwang an, einfach mitmachen, sucht euch eine Pilzart aus, die ihr anbauen wollt. Ich würde sagen, wir warten jetzt noch ein bisschen, 3 bis 4 Monate, dann sollen wir ernten können, das heißt, wir werden in 1-2 Monaten mal gucken, wie es schon aussieht und bis dahin, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr auf der linken Seite abonnieren, falls ihr mich noch nicht kennt oder das nicht gemacht habt, unten noch mal ein paar andere Videos anschauen und ich würde ganz einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es hier weitergeht oder bei den anderen Videos. Und bis dahin. Ciao.